Krisen sind ein Grund dafür, dass Üben und Katastrophen passieren und dass man keinen Erfolg erhält. Dass man nicht besteht. Dass man nicht das erlangt, was man sich wünscht. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ. Und das, was euch an Unglück trifft, ist deshalb passiert, aufgrund dessen, was eure Hände gemacht haben. Das, was ihr selber getan habt, aufgrund eurer Taten. Doch Allah vergibt vieles. Allah bestraft uns nicht wegen jeder Sünde, die wir tun. Er vergibt vieles. Wallahi, wir werden schon zerstört und vernichtet, wenn Allah uns für jede Sünde, die wir tun, bestrafen würde. وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ. Er lässt davon ab, uns zu strafen, subhanahu wa ta'ala. Jede Katastrophe, die uns passiert, ist aufgrund einer Sünde. Deshalb, wenn du möchtest, dass Allah mit dir ist, so gehör zu den Gottesfürchtigen. Und ihr kennt alle den Hadith des Propheten Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيُحْرَمُ الرِّزْقَ بِالذَّنْبِ يُصِيبُهُ. Und der Mensch, und dem Menschen wird die Versorgung verwehrt aufgrund einer Sünde, die er begeht. Der Mensch, der Schüler und der Student und der Arbeiter, der sich was wünscht, der bekommt nicht das, was er sich wünscht. Warum, ja Allah? Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, aufgrund einer Sünde, die er begangen hat. Deshalb prüfe. Prüfe, ob du nicht etwas getan hast, was Allah nicht will. Was haram ist. Welche Sünde, meine lieben Geschwister? Welche Sünde ist der Grund dafür, dass man nicht die Versorgung bekommt? Nicht den Segen, die Baraka Allahs bekommt? Nicht den Erfolg bekommt? Erstens gibt es zwischen dir und Allah Sünden. Wenn du sie begehst, kann Allah dich davon, von dem, was du dir wünschst, entfernen. Er wird dir nicht das geben, was du dir wünschst. Sünden zwischen dir und Allah. Dann gibt es Sünden zwischen dir und den Menschen. Wenn du Unrecht tust, dann kann es sehr gut sein, dass Allah dir nicht das gibt, was du dir wünschst, aufgrund der Sünde, aufgrund des Unrechts. Ja, ذاكر الأصحاب كن متأدبا.